Ja, liebe Leute, damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem Samstag. Ich sag's euch, ist ein bisschen früh, finde ich. Ich hätte es nicht auf 10 Uhr ankündigen sollen. Erstmal ein Käffchen, ne? Ah, also wenn es auch mir ging, ich hätte noch ein bisschen schlafen können. Aber gestern war ich voll motiviert, dass ich das um 10 Uhr heute mache. Ich glaube, ich mache die Musik noch ein bisschen leiser. Ich glaube, die stört sonst zu sehr. Okay, ja, wir spielen Transport FIFA 2 und nicht Railroads Online. Dazu will ich gerade noch was sagen, bevor es losgeht. Railroads Online, das hat zwar jetzt ein Performance-Patch gekriegt, funktioniert auch wesentlich besser. Also, ich habe es schon ausprobiert, ein paar Mal, habe ein bisschen für mich gespielt. Aber erstmal spiele ich nicht weiter. Also, beziehungsweise nicht wirklich viel. Mit entschuldigt. Weil gerade Content-basic nichts passiert. Ich warte jetzt drauf, dass da ein bisschen mehr kommt, rein von der Usability, vielleicht neue Logs etc. und dann fange ich wieder an. Ich weiß, wir haben noch zwei Industrien, die sollten wir noch verbinden, aber ich warte noch. Ansonsten habe ich da nichts mehr zu tun. Erstmal. Außer spezielle Frachtfahrten. Also, da, sorry. Und sorry, dass gestern keine Folge rausgekommen ist. Das ist mir leider ein bisschen untergegangen. Ja, aber jetzt wieder zurück zu Transport FIFA 2. Ich habe ja schon ein paar Folgen auf meinem Kanal drauf mit der alten Map, aber da will ich nicht mehr weiterspielen, die ist auch zu alt. Und ich wollte jetzt ein bisschen was Gebirgiges machen, mit ein paar schönen Bergbahnen, Serpentinen und so, Viadukten und ein bisschen Challenger ist. Also, das will ich machen. Und wer mich kennt, ich werde ein bisschen auf Schwimmbau machen, auf realistisch, wenn es geht. Und das sind einfach so hinrotzen, genauso wie bei Railroads Online. Ja, und das ist so die Karte, die ich mir ausgedacht habe. Und ich denke, das sieht eigentlich ganz schön aus. Das ist übrigens größenwahnsinnig. Ich hoffe, von der Leistung her macht das Spiel mit. Also, es werden immer wieder mal so FPS-Drops kommen. Im Schnitt ist es aber bei 60 FPS. Also, gerade wenn man so stark reinzoomt oder schnell die Karten, also die Position wechselt, dann fängt er gerne mal zum kurz Stocken an. Jo, ich habe über 500 Mods hier aktiv und die werdet ihr dann gleich mal sehen. Wir sind im Jahr 1940 und wir gehen mal auf die Hälfte der Geschwindigkeit und suchen uns jetzt erstmal aus, wo wir hier am besten anfangen. Also ich würde erstmal eine Stadt versorgen wollen, damit wir Geld kriegen, weil mit 10.000 eine Eisenbahnlinie bauen, das ist, also geht zwar, aber es dauert dann ewig, bis man Geld kriegt. Jetzt mal schauen. Am besten, wo ich dann auch mit der Eisenbahn anfangen kann. Das wäre ein schönes Tal hier. Aber da geht's steil nach unten. Isham. Der bracht Brot. Wir hätten auch da zwei da. Also ich werde übrigens kein Money Cheat etc. nutzen. Also ich hätte zwar die Möglichkeit, wenn die Dev-Tools an habe, ich kann auch Industrie platzieren. Das werde ich auch teilweise vermutlich machen. Aber ansonsten schauen wir schon, dass wir wirtschaftlich spielen. Das gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Hier bräuchte man dann Werkzeug. Das könnten wir da oben produzieren. Ich glaube, muss man mal schauen, wenn wir dann hier mit der Eisenbahn starten. Ich schaue das vom Gelände her aus. Hier geht es dann steil nach unten. Nach Hawley. Könnte man hier weiterfahren. Geht's auch hier wieder so krass runter. Das wäre natürlich zum Bauen recht einfach. Da hätten wir auch noch Industrie. Ich glaube, das machen wir, dass wir hier starten. Also ich merke mir das mal. Ich tue mir das mal hier auf die Seite. Wir könnten auch hier, also da wäre es ein bisschen einfacher, ne? Könnte man hier raus? Einfach mal hier anfangen, dann könnte man auch hier mit der Eisenbahn
rausfahren, das finde ich jetzt auch nicht so doof. Das wird sich hier auch noch anbieten, damit ein Werkzeug. Oh, da hätten wir auch die Baumaterialien hier oben. Bei Watchet. Wie schaut es aus, wenn wir hier einen Bahnhof bauen wollen? Naja. Die nächste Stadt wäre da hinten. Und sind wir hier. Hier unten wäre dann wieder nix. Und da unten wäre noch eine Stadt. Könnt ihr schon überlegen, dass man den Bahnhof hier hinbaut? Okay, Watchet ist auch noch geil. Ne, das da oben ist nix. Ja, wenn wir die Suche, wo man am besten anfängt, ne? Das wäre auch nicht so doof hier. Das ist auch nix hier unten. Ich glaube, wir machen es hier. 107 Bewohner und da brauche ich keine Industrie zu platzieren. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, wir machen es schon mit der Frachtram erstmal. Wir brauchen da eigentlich nur eine Plattform. Die wir mal dann ein bisschen länger machen. Okay, das können wir hier gerade anpassen. Ah, Timer vergessen. Also ihr kennt es ja, ich mache ein Live-Let's Play. Also so ungefähr alle halbe Stunde gibt es eine kleine Pause. Das ist dann Episodenende. Okay, der fährt dann hier runter, fährt dann hier rein. Und dann würde ich sagen, machen wir hier zwei Linien, damit wir hier nicht so extrem viel Verkehr haben. Sprich, wir werden sowas in der Art hier machen. Lass nicht mal ein bisschen Abstand. So, und irgendwie so. Und dann hätte ich gern, dass wir hier reinfahren. Und das haben wir hier weggemacht, dass wir mit Einbahn auch wieder rausfahren. Was mit zwei machen? Ja, hier macht es eigentlich Sinn. Okay, dann fahren die nämlich hier alle rein und da wieder raus. Wir brauchen aber für die Strecke da eine Schleife. Ich werde schon mal das hier neu machen. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht. Wir brauchen Landstraße, das hier gerne mal gerade erstmal. Mit. Warum Tramgleis nicht automatisch auf elektrisch? Warum machen sie das nicht? Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Okay. Mittlere Einbahnstraße, das ist aber dann zweimal, ne? Ja. 30 km/h, ja, ist ja egal. Okay. Sind wir da auf, ja, sind auf gleicher Höhe. Machen das erstmal so. Und dann geht eine Verbindung wieder da rein. Und die, was hier wieder rauffahren müssen, können wir hier die Schleife da bauen. Ist so total doof aus. Ne, ich denke, es geht. Wieder hier auf dem Boden. Machen dann hier den Anschluss. Okay, und von da kommen die alle wieder rein. Sieht das aus, wenn ich das so mache? Gut, von da ist das eine harte Kurve, ne?
Okay, dann werden wir das hier mal alles upgraden. Ah, jetzt habe ich hier eine Kollision. Das ist natürlich... Gut, bei dem Abschnitt da ist... Warum kann ich das hier nicht bauen? Okay. Vermutlich wegen dem hier. Dann machen wir es halt händisch. Okay. Ja, ich denke, das geht noch. Sieht jetzt nicht so komisch aus. Okay. Und du kommst dann hier wieder rein. Ja, okay. So. Upgraden der Straße. Ich hätte gern die da. Damit die da vorankommen. Wenn wir hier den Abzweig nach da oben machen, kann ich das hier auch gerade upgraden. Ah, dankeschön. Und hier müssen wir den Anschluss neu machen. Okay. Und weil das scheiße aussieht, wenn wir das hier noch begradigen hier. Kann ich gar nicht haben, wenn sie so harte Hügel drin hat. Okay. Also hier brauchen wir noch Tramgleise. Ja, ihr habt schon Schlimmeres gesehen. So. Und einmal entladen. Wenn wir das mit der Tram machen, wir haben es eh nur hier. Dann soll die das mal hier machen. Und dann werden wir hier eine Schleife bauen. Und hier wieder mal die Oberleitung. Okay. Das wäre das, wenn wir Geld haben, dann machen wir hier noch ein Kreuz rein. Und jetzt brauchen wir noch die Anbindung da oben. Wenn wir das halbwegs authentisch hinkriegen. Also Straßenverlauf, der da schon wieder der nachvollziehbar ist. Also ich mag es, wenn die Straßen ein bisschen Kurven haben, dass es eben mal komplett gerade ist. Weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so realistisch aus. Und ich weiß, manche werden vielleicht später auf YouTube Kommentare vielleicht schreiben, lass das mit dem Terrain-Tool, das kostet einen Haufen Geld. Ich weiß, aber ich mag das. Kann das einfach gar nicht ab, wenn es scheiße aussieht. Okay, dann die Strecken... wir machen die Strecke nochmal 1 nach da. Hier vollladen. Das ist dann Kidderminster 13.1. Und Kidderminster Brut 1. Okay. Wo klatsche ich das Depot hin? Würde ich das vielleicht gerade hier unten bauen? Bei der Fabrik? Naja. Ja, machen wir das mal so. Gut, man könnte mal sagen, das gehört da zur Fabrik dazu. Dann werden wir... Die schafft 28, fahrt aber nur 40.
Ich glaube, wir gehen da auf maximale Kapazität. Kaufen uns da schon mal 10. Elektrische Gleise fehlen. Was? Wo denn? Da habe ich doch alles gemacht. Ach nee, da nicht. Gut, mein Fehler. Tut mir leid. Machen wir es nochmal. Ach, die werden wir jetzt gerade mal einfärben. Achso, na, Weizen ist ja rot. So. Gut, einmal starten hier bitte. Oh. Jetzt das meine ich. Jetzt fängt es einmal zum Ruckeln an. Jetzt, wo die Zeit wieder läuft. Es ist echt kein schönes Rot. Bus und Haar mache ich das noch gern. Beim Zug nur, wenn es irgendwie optisch auch passt. Aber wenn hier dann richtig viel los ist, dann weiß man wenigstens, welche Tram was ist. Okay, das können wir auch ein bisschen schneller machen hier. Und für den Anfang kosten 50. Kosten weniger im Unterhalt, können auch weniger, aber die machen dann hier das Brot. Das sind auch nicht so lang. Oh, ich sehe da gerade einen Fehler. Beide Linien gehen jetzt da aufs Erste. Das will ich aber nicht. Ich will, dass du auf Plattform 1 gehst. Dankeschön. Und dann können sie sich da ein bisschen stauen und die vorne fröhlich hin und her. Okay. Erstmal einen Kaffee. Sag's euch, ich bräuchte eine Kaffeemaschine direkt hier am Computer. Ist schon wieder kalt. Ich würde mein Liebster schon wieder neu machen. Okay, das wäre dann das. Bauwaren hatten wir ja da nicht. Ja gut, da oben. Aber da werde ich jetzt nicht mit Tram runterfahren. Das wäre dann was für den Zug. Lebensmittel bräuchte man auch hier. Aber da haben wir keine Bäckerei. Mal überlegen, wo mache ich die zweite? Aber jetzt ist mit dem Werkzeug anbieten. Ja, ich glaube, die Stadt werde ich mal kurz umkonfigurieren. Werkzeug. Gut, also von da nach da nach da. Und da ist es Verhältnis 2 zu 1, sprich zwei Stämme dahin, kriege ich einmal die Brille. Also wird das dann die Linie sein und da ist es dann wieder 1 zu 1. Also wird das eine Linie sein. Die wird dann erst recht viel Profit machen, weil die macht Profit in die Richtung und dann wieder retour, wenn sie das wieder abliefert. Das werden wir so mal machen. Da braucht man nur eine Plattform. Da braucht man aber. Machen wir das jetzt hier nach dem gleich. Die kommen dann hier wieder rein, alle. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir machen so die Einfahrt. Oder doch wieder so? Ach, wir machen es eigentlich gleich wie unten. Jetzt haben wir aber gleich mal die Straßen upgraden. Das mache ich zuerst. Sonst habe ich das gleiche Problem wie vorher. Und die Straße war das. Gut.
Gut, dann werden wir das hier wieder umbauen. Güter, da könnten wir uns mal was anderes überlegen. Wir beginnen da mal mit denen hier. So, da wird unten das Holz abgeliefert und da die Bretter. Graszugang. Hier. Und da wieder raus. Sehr gut. Mal schauen, die Ausfahrt. Wir müssen eh beide hier wieder entlang. Machen wir das so. Und hier. Ist ein bisschen hart hier, ne? Ich denke, das wäre noch halbwegs realistisch. Okay, also da brauchen wir zwei, da oben brauchen wir dann wieder nur eine Plattform. Und wo tut man das alles deponieren? Da würde ich noch alles kriegen, wenn ich es hier mache. Weil ich glaube, die werden auch da oben wachsen, also wert ist... Ich werde es da oben platzieren, damit die da in die Richtung weiter wachsen. Also wir brauchen hier noch den Anschluss. Und die ganzen Tramgleise hier drin, sprich, der fahren mal da runter. Und der fährt dann so lang und der da fährt so lang. Dann treffen sich der. Okay, da fehlt mal wieder die Oberleitung. Fehlt sie sonst? Ja gut, da interessiert es mich nicht. Ja gut, darauf noch. Und da haben wir es auch. Okay. Also. Einmal von da nach da. Und einmal von da nach da nach da. Okay. Das wäre dann Eisen, Holz. Das wäre dann Eisen, Werkzeug. Plot für Produktion 1. Das könnte man hier, damit es gleich ist, auch noch die 1 machen. Okay, und das Depot, nachdem das ja hier schnell wachsen wird, würde ich sagen. Klatsch, schmeißen wir hier hin. So. Also richtig schön Bahnstrecken, die brauchen halt noch ein bisschen. Ich muss halt hier Money haben. Okay. Wir gehen da unten wieder. Also wir gehen, glaube ich, bei beiden auf Masse. Sagen wir mal 5 fürs Holz. Und dann habe ich kein Geld mehr. Ah, ich will jetzt aber noch keinen Kredit aufnehmen. Weil, was sind die Zinsen? Ja, 4,70. Na gut, der erste Monat ist noch nicht mal fertig. Die könnten wir eigentlich auch gerade wieder einfärben. Also wenn ich in echt so eine Tram sehen würde mit der Farbe, ey. Dann denke ich, bin irgendwo in Cyberpunk unterwegs. Okay, sind die jetzt eigentlich schon mal da? Ja, sehr gut. Nice. Tja, jetzt beginnt das Wartespiel.
könnten eigentlich mal. Einfach weil mich die Landschaft interessiert, da mit der nächsten Tram hier weiterfahren. Da haben wir ein bisschen Abstand. Na komm. Lade auf. Ich habe ja keinen Stress. Geiler Hut. Kann man mal die Landschaft hier von unten an. Das sieht gleich viel anders aus, wenn man das hier von der quasi Ego-Perspektive sieht. Da sieht man auch gleich, wie beschissen die Straßen sind. Vor allem die, die man selber gebaut hat. Oh, die sieht aber eigentlich noch nachvollziehbar aus. Straßen ohne den komischen Rand wären irgendwie nur toll. Ich glaube, das gibt's auch. Ich glaub, muss mal schauen, ob ich den einfach nicht aktiviert habe, den Mod. Oder es kommt später. Sind erst bei 1940. Wir könnten da noch ein paar Kurven rausnehmen, damit ihr da schneller fährt. Also wie zum Beispiel da die erste Kurve gerade. Oh, Glitch Madness. Was ist da los? Ich glaube, sie da jetzt nochmal abbremst von 40 runter. Ja, die. Wie schon gesagt, ich mag mir jetzt Kurven drin sind, aber nicht so hart oder dass die dann mega abbremsen müssen. Sag mal hier. Achso. Da haben wir einen Holzfäller, glaube ich. Schon eine lange Strecke, ne? Schönes Gebirge. Also ich freue mich schon auf die Bergbahn, wenn wir sie dann bauen. Ah, da ist schon der Bahnhof. Moin, Kollege. So, wie sieht das jetzt aus der Tramsicht aus, wenn die da reinfahren? Ja, ist eigentlich noch eine angenehme Kurve, finde ich. Die Kurven hier drin sind halt ein bisschen hart, ne? Okay, cool. Dann hätte man das auch mal gesehen. Aber wir sind jetzt sogar im Minus. Wir dürften aber eigentlich alle Geld machen. Der macht schon Geld, interessanterweise. Also die werden alle keine Verluste machen, da bin ich mir sicher. Also Schwierigkeit habe ich auf Mittel eingestellt, ne? Ich habe mich gerade für einen Moment gefragt, warum der leer ist. Schon wieder 144. Wir könnten da schon mal das ausbauen, damit wir hier die Ware nicht verlieren. Soll ich doch einen Kredit aufnehmen? Ne, wir machen es einfach in schneller. Weil einer dieser Trams, die ganz lang kosten 341. Und da werden wir bald eine zweite Stätte brauchen. Das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Also gut, wir könnten von da hinten fahren, da hätten wir sogar drei, das wäre da was für ein Zug.
dass wir dann hier nach oben fahren. Aber für den Anfang reicht es erstmal. Plus 40. Privatverkehr. Ja, man sieht schon. Geht nach oben. Interessant, dass die Arbeitsplätze gleich bleiben. Oder bräuchte ich dafür die Baubahn? Sollten aber eigentlich auch wachsen. AM46 Gasturbinenlokomotive in die AE46. Oh, die sind aber arschteuer. 15 Millionen. Und die BA23. Die habe ich vor kurzem, oder was vor kurzem, vor ein paar Monaten live gesehen. Ich glaube, da habe ich sogar ein Video auf dem Kanal. So. Ist eine Minus. Ja, in dem Spiel braucht man ein bisschen Zeit am Anfang. Also insgesamt, glaube ich, habe ich an die 600 Stunden in dem Spiel. Und ich glaube, ich bin nur ein einziges Mal für ein Achievement ins Jahr 2000 gekommen. Ansonsten habe ich davor immer wieder aufgehört. Und ich spiele auch auf langsam. Weil mir meistens dann die Strecke irgendwann nicht mehr gefallen hat. Und dann gesagt, ja okay, jetzt fangen wir wieder neu an. Ich weiß nicht, das mache ich auch bei Anno so. Ich glaube, ich bin da nie ins wirkliche Endgame rein. Weil ich jedes Mal vorher aufgehört habe und wieder neu angefangen habe, wenn mir irgendwas nicht passt hat. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen Knede. Können wir uns da die eine Tram kaufen? Die da. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Und zwar Werkzeugproduktion. Ich werde mal aber auch gleich mal einfärben. Also wenn die Farben nicht so hell wären, ein bisschen mehr Use-Look hätten, dann glaube ich, würde es noch irgendwo passen. Hey, warum hast du kein Holz? Abnehmer. Ich versende 50. Ach, virtuell versendet oder was? Hä? Warum kriegt der da 50? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum hat der da 50 Bretter da hoch verschifft? Oder vor allem wie? Oder wollte er es dahin verschicken? Ist aber nie abgeholt worden. Hey, wo ist Mr. Blue? Hört er schon? Ah, wir haben vermutlich hier das Warten. Ja, wir haben das Warten nicht drin. Okay. Und damals wieder das gleiche Problem wie vorher. Du sollst da reinfahren. Ist eigentlich eine ganz coole Mod, dass man hier noch andere Sachen bauen kann. Okay, läuft. Da braucht man noch eine Tram. Und ja, da vielleicht. Ja, da würde ich auch noch eine machen. Wie schaut es mit dem Bruder aus? Kommst du da hinterher? 22 und da haben wir jetzt 14. Im Lager, okay, na, das. Wobei, die Strecken ist recht kurz, ne? Ja, dann machen wir jetzt noch eine dazu nehmen. Was kostet eine von denen? 300. Also 300.000.
Ah, machen wir das doch mit dem Kredit. Mal 2 Millionen. Also. Finsterbrot. Da nehmen wir noch eins mit dazu. Weizen 2. 2. Und da noch eine. Die sollten jetzt auch da oben rauskommen sein. Ja, sehr gut. Da könnte man eigentlich ein bisschen Schönbau da noch machen. Oder das hier zumindest ein bisschen dekorieren hier. Bis wir hier Geld kriegen. Ansonsten können wir ja erstmal nichts machen. Ja, ich glaube, das wollen wir machen. So. Schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Das ist Episodenende. Wir gehen mal im Livestream in die Pause. Und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Episode. Bis gleich.